Flug AB6880 aus Düsseldorf. Geplante Ankunft auf Sylt 7.55 Uhr. Doch die Maschine kam nicht nur knapp eine halbe Stunde später, sondern landete auch anders als geplant. Es ist ja beim Landeanflug leider übers Ziel weggeschossen, aber ich sag mal bewusst gerollt, weil die Geschwindigkeit war schon sehr stark runter reduziert. Wir haben wirklich großes Glück gehabt, dass dieses Szenario nicht weiter ausgeartet ist. Also dreimal auf Holz geklopft. Denn die 82 Passagiere und 6 Crewmitglieder blieben unverletzt. Die Maschine ist 50 Meter hinter der Landebahn im weichen Boden abgesackt, hat aber keine äußerlichen Schäden. Schweres Gerät soll den Flieger in den kommenden Tagen wieder rausziehen. Vorher muss aber noch das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung ermitteln, wie es zu der Fehllandung kommen konnte. Für alle Flugreisenden ging heute von und nach Sylt nichts mehr. Alle 17 Flüge mussten gestrichen werden. Das Ganze. Auch alle. Ja, aber da müssen wir fragen, wie ich das weitergeht. Wir haben 13 Meter. Wir sind von Frankfurt gekommen, wollten hier landen, Fahrwerk war schon ausgefahren, sind wir wieder durchgestartet und sind dann nach Hamburg umgeleitet worden. Und wie sind Sie jetzt hier gegangen? Im Zug. Erst morgen soll der Betrieb wieder anlaufen. Auch wenn das für die Reisenden ärgerlich ist, bei den Rettungskräften bleibt der Gedanke, es hätte deutlich schlimmer kommen können.